Mein Name ist Martin Wölker und ich bin Logistiker. Willkommen zu Martins Wahrer Logistik Part 1. Wir wollen uns heute mit einer grundlegenden Sushi-Belt-Lösung beschäftigen. Was habe ich aufgebaut? Ich wollte hier unten forschen. Stapelgreifer auf eine Forschungseinrichtung, zwei schneller auf zwei. Und dann gehe ich mit Vieren auf diese drei hier. Das heißt, das müsste gar kein Problem sein, die alle zu versorgen. Ich schiebe das hier rein, verteile es. Hier habe ich einen Stromschalter. Der Stromschalter reagiert auf T wie Test. Ich habe hier oben einen konstanten Kombinator. Also wir gehen dann jetzt hier mit diesem konstanten Kombinator, machen wir einen T wie Test. Wenn ich T-Test habe, schalte ich das hier ein, das schalte ich aus. Das heißt, ich schiebe das hier rüber. Die kriegen Strom, die fangen an draufzulegen. Und wie es im Factorio Weekly erklärt ist, die schicken ihre Signale, gehen hier auf einen arithmetischen Kombinator, der gibt das sofort wieder aus, köppelt zurück. Das heißt, bei jedem Mal, wenn die was greifen, gehen wir einen hoch. Wie sorge ich dafür, dass die das greifen können, dass sie ein Signal erzeugen? Die sollen den gehaltenen Gegenstand auslesen, aber nur einen Puls machen. Das heißt, ich habe was genommen und dann ist gut und nicht immer, ich habe rot, ich habe rot, ich habe rot. Und das vergleiche ich dann mit L. L ist dann das Limit, wie viel ich auf dem Förder draufliegen habe. Momentan habe ich da Test 0 oder 1 und hier steht eben gar nichts drin, ist eben 0 oder steht 5. Ich will also 5 auflegen und immer wenn ich was runternehme, mache ich hier unten genau das gleiche. Ich erzeuge einen Puls, gehaltenen Gegenstand. Nicht aktivieren, einfach weiterarbeiten. Das heißt, er nimmt runter, bis hier genügend drin ist. Gut, also ganz einfacher Test. Gehen wir es an. Tatsächlich, die fangen an draufzulegen. Das ist sehr schön. Wir stehen tatsächlich auf 6. Ja gut, der liegt dran, der hat immer 3er genommen. Das ist kein Problem. Ne? Und jetzt sehen wir mal, gut, guck mal, er nimmt was runter. Sehr schön. Immer wenn er was nimmt, ne, werden neue aufgelegt und die werden dann in den Forschungseinrichtungen verteilt. Es dauert eben eine Weile, liegt daran, ich habe noch die mittleren, nicht die ganz schnellen. Hast du ja schon mal erklärt, das mache ich mit Absicht, auch um klar zu machen, es muss nicht immer schnell sein. Gerade diese Sushi-Belt-Lösung hat ja den Vorteil, dass ich einfach alles auflege. Es ist einfach alles da. Gelbe fehlen mir noch ein paar, da ist er gleich mit fertig. Wunderbar, alle haben alles. Nimmt er noch welche? Nein, er ist zufrieden. Wunderbar. Hat also funktioniert, genauso wie wir es gedacht haben. Wir nehmen die runter, legen wieder neue auf. Zählen wir sie mal. Das heißt, ich halte mal an. Beim Vorbeifahren macht man nur Fehler beim Zählen. Gut. Da oben, da hängt die Mastzähne hier oben. Hier ist das, was wir gezählt haben. 7, 7, 7. Also 7 lila, sonst immer 6. Ich kann sie immer 3er nehme. Und 1 und 5 grüne. So. Lila stimmt. Stimmt, das sollten rot sollten 6 sein, sind aber nur 4. Blau sind 6, grau sind 6, lila 7 stimmt. Das kann ja nicht sein, wie kann das denn kommen? 5, das sind 6, aber 6 grüne, also der Bestand von den grünen stimmt nicht. Schlimm ist es nicht, weil es ja alles da, aber wir brechen den Test ab. Aus, ich schiebe das Zeug weg, hole mir alles von den Fabriken wieder hier. Das ist dann noch kein Problem. Doppelklick kriege ich einfach alles. Habe ich ja vorbereitet hier. Ne? Alles reinlegen, einfach da einsortieren. Okay. Die Zahlen stehen immer da drin. Das ist ja wie ein Speicher. Muss ich jetzt löschen hier. Wie mache ich das? Kabel durchschneiden. Kabel da ankleben. Zack, alles null. Schön. Das ist ja auch nicht ganz symmetrisch. Hier lege ich immer 3 auf. Und hier nehme ich runter, was da ist. Das ist ein Stapelgreifer. Der kann ja bis zu 12 Stück nehmen. Sag mir, muss es eigentlich sein? Das muss eigentlich nicht sein. Denn wenn alles da ist, auf dem ganzen Band genügend Zeug da ist, dann versorge ich einfach permanent und Gutes. Also, einfach schneller rein. Der ist sowieso billiger. Viel billiger. 1. Ja. Und hier oben sage ich denen auch genau das gleiche. Zack.
letzter Konsequenz, jeder kleine Fehler führt dazu, dass die Bestände nicht stimmen. Kontrolle, wisst ihr ja, alles mal kontrollieren. So, sieht gut aus. Hab ja mit dem Schalter vorbereitet, also ein neuer Test. Sehr schön. Was meinst du jetzt hier? Das da oben auf der Maske habe ich raufgelegt, damit ich sehen kann, wie viele denn nun wirklich da sind. Das ist sehr schön, kann man richtig sehen. Das flackert einmal kurz, ne? Und dann geht es runter. Grau, großer Null. Das ist eine Spielerei. Jetzt sollten die flackern. Immer wenn irgendwas da genommen wird. Ihr müsst ja bedienen und beobachten, dass man sehen kann, was da so läuft. Immer wenn wir jetzt einen Tick erzeugen, egal wer. Bitte wird bei den Lämpchen am Abpass wieder aufblitzen. Ne? Da sind wir jetzt eigentlich fertig. Was fehlt jetzt hier noch? Jetzt haben wir alles da. Sehr schön. Du bist versorgt. Was sagt meine Bestandszählung? Alles auf 5. Perfekto. Also nicht so viel, nicht so wenig. Das gefällt uns gut. Das passt uns gut in den Kram rein. So, jetzt haben wir es wieder. Einfach alle einsammeln. Aber wenn die stehen, kann ich natürlich deutlich besser zählen. Ist auch schön gemischt, das gefällt gut. Zählen wir, was sagst du? Du sagst exakt von jedem 5 gelb. Jetzt fangen wir mit der richtigen Farbe an, rot. 1, 2, 3 rote nur. Grün, 1, 2, 3, 4, 4, 5 stimmt. Was haben wir noch? Blau, 1, 2, 3, 4, 5 stimmt. Lila, 1, 2, 3, 4, 5 stimmt. Grau, 1, 2, 3, 4, 5 stimmt auch. Nur rot stimmt wieder nicht. Also es ist zum Mäusemerken. Immer stimmt was nicht. Es ist jetzt etwas exakter, die Zählerei ist exakter, aber irgendwas hat da wieder nicht geklappt. Und das können wir schon mal merken. Wir haben jetzt alles richtig eingestellt. Es ist alles gleichmäßig eingestellt. Eigentlich müsste es funktionieren, tut es aber nicht. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall überlegen, wie wir das korrigieren können. Letztendlich haben wir jetzt eine Inventur durchgeführt und wir stellen eine Bestandsdifferenz fest zwischen den Buchungsdaten. Das sind die Buchungsdaten. Wir buchen sozusagen einen ein, immer wenn wir einen drauflegen. Wir buchen einen aus, immer wenn wir einen runternehmen. Und dem wahren Bestand, das war unser Bestand, das ist nicht optimal. Gut, aber das können wir leicht bereinigen. Ich nehme die, mache den Test aus hier, aus. Dann gehe ich hin und sage, alles wegtransportieren. So. Und dann weiß ich genau, der Bestand ist dann auf dem Förderer wirklich null. Ich kappe mal kurz das, ja, das ist in Ordnung. Kappe kurz das Kabel. Klack. Klack, klack, klack. Und der Bestand stimmt. Was haben wir gelernt? Systematisch arbeiten, einzeln buchen, ganz genau buchen und auf jeden Fall in der Lage sein, mal durchzuzählen. Das ganz einfach anhalten, durchzählen hier. Ne, und dann einfach den Zähler zurücksetzen und fertig. Gut, das war's für den Part 1. Im nächsten Teil werden wir es ein bisschen weiter aufbauen. Bis dann, ich freue mich drauf.